Sehr gut. Jetzt kommt die Übung Sidesteps und dann wird der Ball gegen die Laufrichtung geschossen. Letzter Flach. Das heißt aber auch, dass der Torwart nicht weiß, wann der Trainer schießt. Er muss dann reagieren, wenn der Trainer den Ball schießt und darf nicht früher gehen. Versuch ein bisschen höher wegzuspringen. Wichtig sind die kleinen Schritte, dass ich immer die Möglichkeit habe, mich wegzudrücken. Wenn der Ball kommt, kann ich reagieren und kann mich noch wegdrücken. Mach gar nicht so schnell, ganz leicht rüber. Sehr gut. Einen flachen noch. Geschenkt. Drei hoch. Geh ruhig ein bisschen vor noch. Okay. Und auch hier gilt, darauf achten, dass der Torwart nicht von sich aus reagiert, nicht zu früh abbricht und springt, sondern dass er wirklich in dem Moment, wo der Ball kommt, eben auch erst reagiert. Pack zu, komm. Auch wenn ihr ein bisschen müde seid. Bei diesen Schussübungen kommt es natürlich auf Stellungsspiel drauf an. Sehr gut. Möglichst optimale Ausführung. Versuchen, jeden Ball festzuhalten oder so abzuwehren, dass der Gegenspieler nicht mehr rankommt. Immer wieder Zeit lassen zwischen den Schüssen, dass man seine Position wieder findet, dass man die optimale Position hat, um dann auch die Bälle abzuwehren. Wunderbar. Wunderbar. Diese Schüsse sind schon wesentlich extremer und die macht man normalerweise zum Ende des Warm-ups, bevor man dann ins richtige Training einsteigt. Wichtig ist auch, dass man sich Zeit nimmt zwischen den Schüssen. Immer wieder seine Position sucht und findet, sein Stellungsspiel korrigiert und dann hundertprozentig konzentriert die Übung ausführt. Man sieht natürlich auch zwischen Auswahltorhütern und dem Nationaltorhüter Tim Wiese große Unterschiede. Und hier sieht man gleich eine Szene, wo Tim Wiese das optimal umsetzt und im letzten Moment den Ball noch um den Pfosten dreht. Als nächstes kommen Kombinationsübungen. Kombinationsübungen sind Übungen, die mehrere Aktionen beinhalten. Entweder spielen wir den Ball flach nach links, dann flach nach rechts, direkt hintereinander. Ein Ball flach, den anderen hoch. Ein Dropkick, rausrollen, den Nachschuss, mehrere Aktionen in einer Übung, das sind Kombinationsübungen. Sehr gut.